on my grind. Kurz nach Mitternacht wird die Leiche des mutmaßlichen Bombenbauers in die Gerichtsmedizin gebracht. Hier in der JVA Leipzig hatte Jabba al-Bakr sich zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr erhängt. Unverständnis bei den Leipzigern. Das ist eigentlich unmöglich, nicht vorstellbar, wie sowas passieren kann. Versagen eigentlich von den Sicherheitsbehörden hier. Der 22-jährige Syrer war im Hungerstreik, galt als selbstmordgefährdet und sollte ständig kontrolliert werden. Auch Politiker verlangen Aufklärung. Was ist da los, fragt Bundesfamilienministerin Schwesig von der SPD. Wie kann jemand, der angeblich unter ständiger Beobachtung stehen soll, erhängt aufgefunden werden? Fassungslos twittert Tobias Lindner von den Grünen. Überwacht wurde al-Bakr zwar, aber nur stündlich. Wie er es geschafft hat, sich umzubringen, ist noch völlig unklar. Dass es ihm aber gelungen ist, könnte die Pannserie in Sachsen endgültig zum Skandal machen. 1,5 Kilo hochexplosiven Sprengstoff hatte al-Bakr in einer Chemnitzer Wohnung gebunkert. Noch diese Woche hätte er damit einen Anschlag verüben können, so der Verfassungsschutz. Zunächst konnte der Syrer der Polizei entwischen, flüchtete nach Eilenburg, wo er früher gewohnt hatte. Die Polizei reagierte erst nach einer Stunde auf den Anruf der Nachbarn. In Leipzig schließlich konnten Flüchtlinge aus Syrien den mutmaßlichen Terroristen überwältigen. Noch kurz vor seinem Selbstmord hatte al-Bakr sie als Mitwisser beschuldigt. I've been on my grind.